Herzlich willkommen, mein Name ist Dominik Wagner, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Drinkhalme.de und Drinkhalme.eu. Mittlerweile gibt es uns seit über 12 Jahren. Wer mich nicht kennt, wird mich jetzt kennenlernen, aber im positiven Sinne. Ich melde mich mit dem ganz brisanten Thema, das natürlich viele Kunden und Freunde von uns beschäftigt. Wir täglich Telefonate und viele E-Mails natürlich bekommen. Wird ein Plastiktrinkhalm verboten? Wird er bis 2030, bis 2035 in Deutschland verboten? Länder wie England oder die Balearen haben ihn schon verboten oder werden ihn sehr zeitnah verbieten. Das ist natürlich nichts Neues für uns. Und weil wir Trinkhalme wirklich lieben, haben wir ja bereits auch schon 2012 angefangen, aus freien Stücken Lösungen zu präsentieren. Wer uns so ein bisschen verfolgt hat und unsere Historie verfolgt hat, weiß, wir haben bereits 2012 diesen wunderbaren Strohhalm aus Stroh präsentiert, der aber natürlich in dieser Menge, in dieser Masse, wie er jetzt gebraucht wird, natürlich nicht umsetzbar ist. Wir haben dann etwas später mit unseren Partnern diesen sehr, sehr guten und hochwertigen Papiertrinkhalm promoted. Wir haben mit unseren Partnern zusammen den Biopod-Trinkhalm aus Kartoffelstärke präsentiert, der komplett kompostierbar ist und ökologisch ist. Für viele aber natürlich trotzdem preislich einfach natürlich eine ganz andere Hausnummer ist wie ein Plastiktrinkhalm. Das ist völlig normal. Für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, all diese tollen ökologischen Lösungen haben wir bereits seit mindestens 3 Jahren im Online-Shop. Und das ist auch der Grund, jetzt kommt natürlich aus einer Randgruppe, aus einem Nischenmarkt, entsteht jetzt auf einmal ein Weltmarkt. Und deswegen liegt es uns sehr, sehr am Herzen, dass wir Ihnen auch in Zukunft einen Trinkhalm liefern können, der A, eine sinnvolle ökologische Lösung ist, bedeutet komplett kompostierbar ist, und aber trotzdem preislich in einem Bereich liegt, wo Sie sagen, okay, das ist für mich eine Lösung, damit kann ich leben. Wir werden niemals an den Plastiktrinkhalmbereich rankommen, das geht von der Masse her gar nicht. Aber wenn wir es schaffen, eine Lösung zu präsentieren, die einigermaßen für alle bezahlbar ist mit einem Trinkhalm, der trotzdem wunderbar funktioniert. Und diesen Trinkhalm haben wir bereits. Das ist unser Trinkhalm 2.0, mit dem wir gerade mit unserem produzierenden Partner dabei sind, in die finale Runde zu gehen. Bitte geben Sie uns noch 2 bis 4 Wochen, vielleicht 5. Dann werden wir Ihnen wirklich einen wirklich tollen Trinkhalm garantieren, der funktioniert, der preislich interessant ist, der kurze Produktionszeiten haben wird, damit Sie auch nach wie vor bei uns flexibel und unkompliziert Trinkhalme einkaufen können. Ich freue mich darauf, damit wir auch in Zukunft kraftvoll saugen können. In diesem Sinne, schönen Abend und schöne Grüße aus Bayern. Servus, Ihr Dominik Wagner.